Hallöchen Leute, ich bin's, euer Wushu von den Gaming Bros. Und damit herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Let's Play Skyrim. Wir waren gerade dabei, haben ein Päuschen gemacht. Wir sollten für den Herrn da im Shop zum Ödsturz-Hügelgrab da oben irgendwo in den Bergen hingehen. Der wollte, dass wir da für ihn sowas holen. Sie hat gesagt, also die Frau, die uns begleiten sollte, wisst ihr ja noch, die hat einfach gesagt, hier irgendwie so nach Norden da hoch und dann kommt das auch irgendwie schon. Also müsste das hier dann ja irgendwo gleich mal sein. Wow. Zack, schade, dass der Finisher nicht von draußen rangezoomt wurde, also so gezeigt wurde, so von Third Person. Das ist nämlich cool. Dann sieht man so, wie der dich richtig wegfetzt mit so einer epischen Drehung oder sowas. Das sieht mir doch sehr wie so ein Weg hier aus. Oder geht's da irgendwie so? Nee. Das sieht mir. Und das da oben soll, glaube ich, auch so ein. Also, das. Oh, jetzt geht's weg. Ist klar. Das da oben in der Leiste, das ist ja so für Cave oder so Zeichen. Da oben ist auch irgendwas, so ein Gebämse, Gebastel. Oh, wer ist da denn? Hallo? Oh, die Ihr sind habt nicht euch freundlich. schlechte Zeit zum Oh, Banditen. Ausgesucht. Verdreck! Mein Zeug. Da war doch noch einer. Denn? Da unten. Ja, rutscht da runter, Leiche. Komm. Ist da noch mehr? Mit dem Banditenunterschlupf? Sagte, sie würde auf mich warten. Aber das tun sie ja nie. Oh, da hört man einen Banditen reden. Sehr bedrückt. Schleichen wir hier mal hoch. Hierher und nicht weiter. Wo ist der Typ denn? Ich war. Ihr hättet. Ach, da oben habe ich gar nicht gesehen. Durch den Kopf. Noch eine Treppe. Yeah, eine Kiste. Cooles Zeug. Einmal kurz hier durch. Dann sind wir hier, glaube ich, auch fertig. Wo geht's denn dann? Ach, da hinten. Von da unten sind wir gekommen. Und das sieht doch wieder sehr stark nach einem Weg aus. Perfekte Schneise. Ah, hier sind jetzt Wegpfeiler. Gut, das ist es, das fette Ding. Ödsturz-Hügelgrab. Ja, das fette Ding da. Da hat doch gerade jemand. Oh, ja, da hat jemand was gesagt. Nein, 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 fall nicht da runter. Ah, brecht dir beim Runterfallen noch die Beine und verreckt daran. Mein Gott, was für Idioten. Oh, noch einer. Wo? Noch ein Bogenschütze. Brenn. Ja, du kannst mich wirklich nicht besiegen. Ja, Zerstörung verbessert. Wir rocken hier. Oh,
gut. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Hoppala. Ah, Entschuldigung. Ich habe eben was mit zu viel Kohlensäure getrunken. So, dann geht's. Ach, da hinten sind doch schon Typen. Habe ich doch gerade schon gesehen. Ihr könnt euch nicht verstecken. Dieser goldenen Klaue weggeläuft? Wenn der Dunkelelf vorausgehen will, dann lasst ihn doch. Was war das? Hier drüben! Mehr habt ihr nicht! Ja, schlag daneben. Tot. Jetzt kommt noch die Olle. Auch verbrannt. Sie wurde verbrannt. Im Hochofen. So, wo ist der Typ? Oh, so weit ist er noch gerannt, halb tot. Ich hab den doch hier vorne umgebracht. Naja. Nehmen wir einfach immer alles mit. Drehen wir mal weiter. Pfeile sollte ich, glaube ich, nicht rein. Okay, gut. Danke. Gut, hier haben wir auch schon das erste der berühmten Skyrim-Rätsel. Yeah! Dieser Typ war so dumm. Schlange? Der Kopf ist da ausgebrochen, das sieht man eindeutig. Schlange? Ja, Schlange. Und Wal. Also muss man hier auch einfach... Schlange... Schlange. Wal. Oder andersrum von, dass da Wal ist. Mal gucken. So rum, glaube ich, wegen. Weil das man hier von vorne nach hinten so. Ah, verschissen, nein. Aua. Aha, fuck, das tat weh. Das hat uns schön was gezogen. Das Gift. Jetzt sollte es aber gehen. Okay, geht. Perfekt. Ah, Truhe. Yeah, Gold und Zeug. Heilungstrank, was ist das denn? Oh, ein Lehrbuch. Taschendiebstahl verbessert. Okay, brauchen wir uns jetzt, glaube ich, hier nicht durchlesen. Wir wollen ja hier nicht so ewig rum. Was ist das für ein komischer Mann? Kristall. Sowas. Wollen wir uns ja hier nicht so ewig etwas durchlesen. Immer mehr diese verwirrende Wendeltreppe. Wow. Ratten. Rattenplage. Sterbt. Verreck. Gut. Das waren die Noobs. Oh, Feuerball. Kommt da jemand? Seid ihr das? Was? Wo labert er? Wer was wo? Wow, fettes Vieh, gut. Dann benutzen wir doch direkt mal die geile Schriftrolle, die wir gerade gefunden haben. Bam. Oh, das hat ja aber nicht viel gezogen, die ist echt fett. Oh, der macht ja mehr Damage. Habe ich noch was Geileres? Oh, ein Stahlschwert. Dann nehme ich die Kriegsaxt. Halte das Hunde fern!
Brenn, du Mistvieh! Krieg ich noch. Ah, geht doch. Puh, gut. Ich glaube, das wird Zeit für den ersten Zaubertrank. Der mal so ein wenig Leben wiederherstellt. Noch ein, das reicht dann auch. Oh, und wir sind Level Up, meine Freunde. Worauf skillen wir? Magika, Gesundheit oder Ausdauer? Ich glaube erstmal etwas auf Gesundheit. Oder? Ja, Magik haben wir genug, auch wenn wir Zauberer sind. Und was skillen wir? Magie. Zerstörungsmagie ist doch klar, denn wir wollen alles zerstören mit Flammen und Blitzen und Frostzaubern. Und was will der? Holt mich hier raus! Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ja, okay, gut. Ach, ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Okay. Wo seid ihr? Holt mich herunter! Es lockert sich. Ich bin erschlagen. Aber ich soll den doch befreien. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Stehen, du Arschloch! Ich will die Klaue! Muss ich den doch jetzt wirklich erschlagen? Der Flinke. Ja, so flink war er nicht. Yeah, da haben wir sie, die goldene Klaue. Yeah, sieht wirklich aus wie ein Drachenklauen-Ding. Nehmen wir. Tagebuch bauen wir, glaube ich, nicht. Oder nehmen wir mal mit, falls das irgendwas... Nehmen wir einfach alles mit. Ja, war klar, jetzt trage ich zu viel. Was wiegt denn viel? Das wiegt viel. Jetzt heben wir, glaube ich, aber auch erstmal nichts mehr auf. Weil das wäre dann ja unvorteilhaft. Okay, das bringt uns also nicht irgendwie Quests oder sowas. Wow, shit, der steht auf. Rennen. Noch mehr. Ja, wer ist ein Magier? Und ich kriege auch noch. Na, komm her. Zack, in den Kopf. So muss das gemacht werden, Leute. Ich glaube, das ist eine Falle. Oh ja. Eigentlich wollte ich ja zurückgehen und keinen Damage bekommen. Um nur zu gucken, ob das wirklich eine Falle ist. Weil das sah schon so druckplattenmäßig aus. Wie bei Minecraft, so eine Platte. Aber naja, gut, dann heilen wir uns dann mal ganz kurz. Gucken dann, oh, da liegt schon wieder so ein Typ. Steht der auch auf? Nein. Dann schnappen wir uns wieder unsere geile Magie. Geile Magie. Und ich glaube, es wird Zeit. Ja, es wird Zeit. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Und dann machen wir weiter in dem Ödstuhl Zügelgrab. Ciao, Leute, man sieht sich.